Erkennst du Fake News? Bist du dazu in der Lage, Fake News zu erkennen? Ja, klar! Die anderen, ja, die glauben mir nur, was sie glauben wollen, aber ich bin rational und kritisch. Ist das? Reaction Time! So, ich meine, jeder von uns hat ja so seine Lieblingsinformationsquellen, denen er vertraut. MyLab! Und andere, denen er nicht vertraut. MyLab gehört zu Funk? Aber sind wir doch mal ehrlich, mehr als Vertrauen ist es ja auch nicht. Ich meine, keiner hat Zeit, jede Schlagzeile, jeden Artikel und jede Quelle zu überprüfen. Und wenn Nachrichten Fehler enthalten, sei es aus Versehen oder vorsätzlich, also Fake News, dann ist das ziemlich tückisch, weil wir aufgrund von Nachrichten auch unsere politischen Meinungen bilden. Doch hängt die politische Einstellung eines Menschen zusammen mit seiner Fähigkeit, Fake News von Real News zu unterscheiden? Fallen zum Beispiel Menschen rechts der politischen Mitte eher auf Fake News herein oder sind es doch die Linken? Ich bin mir sicher, jeder von euch hat da schon seine persönliche Vermutung, aber bei den Vermutungen müssen wir es gar nicht belassen, denn das Ganze wurde wissenschaftlich untersucht und die Ergebnisse dieser Studie sind sehr interessant und sie werden euch nicht gefallen. Der Begriff Fake News ist inzwischen ja so ein bisschen überstrapaziert. So ein richtiger politischer Kampfbegriff ist es geworden. Ständig werden Meldungen als Fake News bezeichnet, obwohl sie eigentlich wahr sind. Und auf der anderen Seite werden falsche Meldungen als wahr verkauft, was dann wiederum echte Fake News sind. Seit 2016 ist der Begriff in aller Munde, so sehr, dass sich auch immer häufiger die Forschung damit beschäftigt. Trump. Hier zum Beispiel habe ich einen ziemlich neuen Preprint einer Studie von zwei britischen Forschern. Ich teile das Ganze auf in zwei Teile und ich kann mich kaum entscheiden, welcher Teil besser ist. Teil 1. Wer erkennt Fake News? Das erste Experiment führten die Forscher mit Amerikanern durch. In Amerika gibt es ja nur zwei Parteien. Das macht das Ganze forschungstechnisch etwas einfacher als zum Beispiel in Deutschland. Es gibt einmal die Democrats oder Liberals, links der politischen Mitte, und die Republicans oder Conservatives, rechts der politischen Mitte. Für diese Studie schnappte man sich rund 700 Amerikaner und erfasste mit Hilfe eines Fragebogens, ob sie eher Liberals oder eher Conservatives waren. Und zusätzlich zu diesen beiden Schubladen ordnete man die Leute auch entlang eines Spektrums an, von volle Kanne Liberal bis volle Kanne Conservative und eben auch alles zwischendrin. Dann bekam jeder Teilnehmer eine Nachrichtenmeldung vorgelegt. Und zwar einen Screenshot einer TV-Nachrichtensendung und einen kurzen begleitenden Text. Wohlgemerkt war aber keiner dieser Screenshots oder Texte echt? Nein, doch. Die Forscher hatten alles erfunden. Sie haben vier verschiedene Fake News erstellt. Jeweils eine positive Meldung über Obama bzw. Trump, nämlich eine großzügige Spende. Und jeweils eine negative Meldung über Obama bzw. Trump, nämlich die Verwicklung in einen Wahlskandal. Jedem Studienteilnehmer wurde jetzt zufällig eine dieser vier Meldungen vorgelegt. Und sie sollten beurteilen, für wie glaubwürdig sie diese erfundene Meldung halten. Was meint ihr, wer ist öfter reingefallen? Liberals oder Conservatives? Die Antwort ist beide. Und zwar gleichermaßen. Von den linkeren Liberals wurden die Pro-Obama und die Anti-Trump-Story als glaubwürdiger eingestuft als von den rechten Conservatives. Man kann also sagen, die Liberals fielen bei diesen beiden Stories eher auf die Fake News herein. Doch bei der Anti-Obama und der Pro-Trump-Story war es genau andersrum. Hier schenken die Conservatives den Meldungen mehr Glauben als die Liberals. Und als sich die Forscher die Teilnehmer nicht nur in diesen zwei Lagern, sondern entlang des Spektrums ansahen, wurde dieser Effekt nur größer, je weiter man sich an das jeweilige Ende des Spektrums bewegte. Man kann also sagen, je stärker die politische Überzeugung, desto größer auch die Neigung, Fake News zu glauben, die dieser Überzeugung entsprechen. Bei einem zweiten Experiment wurden 570 Briten befragt, bei denen etwa die Hälfte gegen den Brexit gestimmt hatte, die andere Hälfte für den Brexit. Und auch diesen Teilnehmern wurden erfundene News-Stories präsentiert, entweder eine Meldung, die positive Folgen des Brexits berichtete, oder eine, die negative Folgen des Brexits berichtete. Selbes Ergebnis, Brexit-Befürworter glaubten der positiven Story mehr als der negativen, Brexit-Gegner genau andersrum. Das bedeutet, jeder von uns neigt dazu, Fake News zu glauben, solange sie in unser Weltbild passen. Diese Befangenheit, Einseitigkeit und Voreingenommenheit nennt man ganz generell Bias. Je stärker meine politische Überzeugung, desto größer mein Bias. Und zwar egal, ob ich eher links oder rechts eingestellt bin. Das ist schon ziemlich interessant.
Aber noch interessanter wird es in Teil 2. Woher kommt unser Bias? Genauer gesagt, wie hängt unser Hang zum Bias mit unserer Persönlichkeit zusammen? Und jetzt wird's real. In einem dritten Experiment rekrutierten die Forscher 900 Amerikaner. Wieder wurden ihre politischen Einstellungen erfasst und wieder bekamen die Leute erfundene News Stories vorgelegt, deren Glaubwürdigkeit sie beurteilen sollten. Dieses Mal eine positive Story über Trump und eine negative Story über Trump. Nur dieses Mal erfassten die Forscher zusätzlich auch noch zwei Persönlichkeitsmerkmale der Teilnehmer. Und zwar erstens kognitiver Stil. Kopf versus Bauch. Jeder von uns trifft Entscheidungen auf verschiedene Art und Weise. Manche Menschen sind eher rational und holen sich gerne möglichst viele Informationen ein, um eine Entscheidung zu treffen. Man sagt, solche Menschen haben ein hohes Kognitionsbedürfnis oder auf Englisch Need for Cognition. Andere Menschen sind eher intuitiv und entscheiden mehr aus dem Bauch heraus. Man sagt, solche Menschen haben ein hohes Vertrauen in ihre Intuition oder auf Englisch Faith in Intuition. Es gibt dazu einen etablierten psychologischen Fragebogen, mit dem man erfassen kann, wie hoch das Kognitionsbedürfnis und das Vertrauen in die Intuition sind. Dazu muss man angeben, wie stark bestimmte Aussagen auf einen zutreffen, wie zum Beispiel, ich mag komplexe Probleme oder ob ich Leuten vertrauen kann, sagt mir mein Bauchgefühl. Wie wirkt sich jetzt dieser kognitive Stil auf die Beurteilung von Fake News aus? Nicht so, wie ihr denkt. Je größer das Kognitionsbedürfnis, desto größer war auch der Bias. Das heißt, Liberals, die sich als besonders rational und logisch einstuften, schenkten der Anti-Trump-Story besonders viel Glauben und der Pro-Trump-Story besonders wenig. Bei den Conservatives selbe Geschichte, nur andersrum. Das heißt... Ist jetzt mein Internet weg? Oh. Heißt, Menschen, die sich selbst für rational logisch halten, denken nicht etwa differenzierter und sachlicher, sondern viel stärker in ihrem eigenen Weltbild. Und das auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Warum ist das so? Ist man vielleicht gar nicht so rational, wie man selbst denkt? Eine Hypothese ist, dass rationale Menschen zwar tatsächlich dazu neigen, mehr Infos zu sammeln, diese Infos aber meistens ihrem eigenen Weltbild entsprechen, sodass sich dieses Weltbild immer mehr verstärkt. Naja, rational. Wie will man Rationalität jetzt messen? Ich meine, jeder Mensch hat Motive, warum er sich für das und das entscheidet. Und das sieht er dann als rationales Denken. Aber dieses rationale Denken ist doch variabel. Eine andere Hypothese ist, dass gerade intelligente Menschen besonders gut darin sind, Aussagen, die ihrem eigenen Weltbild widersprechen, wegzurationalisieren. Das finde ich persönlich besonders beunruhigend, denn ich würde mich definitiv als sehr rationalen Mensch bezeichnen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Seid ihr eher rational oder intuitiv? Stimmt hier oben ab. Und was sind eure Hypothesen für dieses Ergebnis? Schreibt es in die Kommentare. Dafür neigten diejenigen mit besonders großem Vertrauen in die Intuition dazu, den erfundenen News Stories generell mehr Glauben zu schenken. Und dieser generelle Trend war bei den Conservatives etwas stärker ausgeprägt als bei den Liberals. Aber pass auf, es geht noch weiter. Das zweite Persönlichkeitsmerkmal, das die Forscher bei den Teilnehmern erfassten, war Collective Narcissism, kollektiver Narzissmus. Also ein Narzisst fühlt sich anderen überlegen. Ein kollektiver Narzisst tut das nicht unbedingt, aber dafür glaubte, dass die Gruppe, der er angehört, als Kollektiv, als Gruppe besser ist als andere Gruppen. Das heißt, je mehr ein Trump-Supporter davon überzeugt ist, dass Trump-Supporter als Gruppe Trump-Gegnern überlegen sind, desto höher ist sein kollektiver Narzissmus. Auf Fragebögen kann man das festhalten, indem man die Leute Aussagen raten lässt wie: Wenn Menschen mit meiner politischen Einstellung die Welt regieren würden, dann wäre sie eine bessere Welt. Da denkt man ja leicht an Klassismus oder Rassismus und assoziiert das vielleicht eher mit dem rechteren politischen Spektrum. Aber diese Studie zeigt was anderes. Erstens, kollektiver Narzissmus besteht auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Und zweitens, je größer der kollektive Narzissmus, desto größer auch der Bias. Und das auch auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Anders gesagt, je besser oder überlegener ich mein eigenes Weltbild finde, desto eher neige ich auch dazu,
Fake News zu glauben, die diesem Weltbild entsprechen. Dieser Effekt war jetzt bei den Liberals etwas stärker ausgeprägt als bei den Conservatives. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei kollektivem Narzissmus muss ich leider sagen... Ja, ich meine, wie oft sage ich Sachen wie, die Freunde der Sonne sind die beste Community der Welt. Oder wenn alle Kommentarspalten so wären wie bei MyLab, dann wäre das Internet ein besserer Ort. Das ist meine Überzeugung. Und es ist kollektiver Narzissmus, wie er im Buche steht. Und ich glaube in diesem Fall sogar gepaart mit normalem Narzissmus. Yikes! Fazit. Die Antwort auf die Frage, erkennst du Fake News, lautet, wenn sie deinem eigenen Weltbild entsprechen, wahrscheinlich nicht. Jeder von uns hat einen Bias, der unsere Wahrnehmung von Wahrheit und Fake ganz stark beeinflusst. Okay, ich habe mir von diesem Video ein bisschen was anderes erhofft. Ich dachte so, sie zeigt Fake News und wir müssen erkennen, ist so oder nicht, ne? Aber ist ja auch mal eine tolle Abwechslung. Wenn ihr mehr Reactions sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Cringe. Und ciao.